Die Qualifikationsrunden auf meinem Zweitkanal für die Europa League sind abgeschlossen, liebe Freunde. Und das bedeutet, ich habe jetzt die volle Teilnehmerzahl für die FIFA Champions League und die FIFA Europa League. Deswegen jetzt eben für diese zwei Wettbewerbe für die Saison 2020-2021 in FIFA 21 die Auslosung für die Gruppenphase machen kann. Endlich ist es soweit. Das ist nämlich immer eine der spaßigsten Sachen zu wissen, wer jetzt ja einen Großteil des Turnieres so gegeneinander spielen wird. Und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle euch gleich einmal die Mannschaften vor. Vorher allerdings noch einmal eine kleine Sache. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es schaffen werde, zum 27. wie in meinem Infovideo hierzu angekündigt, mit dem Ganzen zu starten. Deswegen kann es auch sein, dass das Ganze erst eine Woche später losgeht. Allerdings ändert sich nichts daran, dass ich alle zwei Wochen plane, dass ja, die Spieltage halt eben hochzuladen. Und ja, deswegen, ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hier online stellen werde. Und ich weiß generell noch nicht, wie das aussehen wird. Also entweder am 27. ist der Start und wenn am 27. kein Video kommt, dann ist der Start eine Woche später. Das wollte ich sagen. Und ja, wir losen erstmal die Champions League aus, dann die Europa League. Das ist ja auch in echt so. Und außerdem interessiert die meisten wahrscheinlich die Champions League. Und die, die noch für die Europa League Bock haben, können dann eben noch dranbleiben und müssen dann nichts überspringen. Ja, wie jedes Jahr wird es nämlich 4 Lostöpfe geben. Oder Losgläser in meinem Fall immer. Glas 1. 2. 3 und 4. Und ja, in den letzten Jahren hatten wir immer so einen kleinen Kameraperspektivwechsel, dass ich es noch so mit meinem Handy nebenbei gefilmt habe, wo ich dann immer die Lose reingehalten habe, dass ich auch wirklich sehen konnte, dass ich hier keinen Kack erzähle, wenn ich gerade gezogen habe. Das wird dieses Mal anders sein. Ich probiere es jetzt nur mit der Kamera zu machen, indem ich das Los dann auch nochmal hier hinhalte. Ja, das sind quasi nur für euch zur Überprüfung, dass ich euch halt hier keinen Mumpitz erzähle und die Gruppen so mache, wie ich sie will. Das ist der einzige Grund und ich denke mal, wenn ich das hier so ungefähr hinhalte, sollte man lesen können, dass es eben nicht der Fall ist. Ja, wir setzen jetzt die Gruppen zusammen. Ja, wie letztes Mal halt eben auch, ist es so, dass ich halt eben die Gruppen, die Töpfe, die 4 Töpfe oder in meinem Fall Losgläser, setzen sich halt eben immer aus 8 Teams zusammen. In Top 1 sind die 8 stärksten Teams in FIFA, denn die Teams haben ja immer, wenn man sie im Anschlussmodus auswählt, immer so einen Angriffs-, Mittelfeld- und Verteidigungswert und die zusammen addiert ergeben dann quasi den Gesamtwert des Teams und danach geht das Ganze. Dieses Mal habe ich das tatsächlich aber nicht selber gemacht, dass ich selber es nachgeguckt habe, denn ich habe gesehen, es gibt eine Website, die alle Teams ganz entspannt auflistet. Das ist für mich einfacher und die wird, denke ich, schon stimmen. So, deswegen, ja, ist das quasi die Aufteilung. Also die 8 stärksten Teams in FIFA sind in Top 1, die 8 nächstbesten Teams sind dann halt eben in Top 2 und so weiter. Und die Töpfe lese ich jetzt noch einmal vor. In Top 1 haben wir, nicht wundern, dass ich nach da gucke, weil das mein Bildschirm, wo das draufsteht. In Top 1 haben wir den FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, den FC Bayern München, den FC Barcelona, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. In Top 2 haben wir Tottenham Hotspur, den FC Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester United, Inter Mailand, den FC Arsenal, den SSC Neapel und Lazio Rom. Und in Top 3 den FC Sevilla, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Borussia Mönchengladbach, Olympique Marseille, den FC Porto, Ajax Amsterdam und Istanbul Başak Şehir. Und in Top 4 haben wir Stade Rennes, so werden sie ja glaube ich ausgesprochen, Stade Rennes auf jeden Fall geschrieben, Schachtja Donetsk, Olympiakos Piraeus, den FC Brügge, Lokomotive Moskau, Dynamo Kiew, den FC Red Bull Salzburg und den FC Mytholand. Da tue ich mir auch sehr schwer bei den Dänen. Ja, die sind ja Meister geworden in Dänemark. Genau, das zu den Töpfen und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und legen jetzt auch direkt mal los. Und falls ihr ab und zu mal nach da gucken solltet tatsächlich, da läuft gerade noch Champions League Konferenz vom ersten Spieltag der echten Spiele. Ich nehme das nämlich gerade am 20.10.2020 auf und wir haben es 22.05 Uhr. Ja, das dazu und genau, anders wie in echt werde ich halt immer direkt jede Gruppe fertig auslosen. Also in echt ist es so, dass erstmal alle Teams aus Top 1 und dann alle Teams aus Top 2 gezogen werden, dass halt quasi die Gruppen sich so langsam aufbauen. Nein, ich werde direkt Gruppe A runterrattern, dann B, dann C, dann D und so weiter, ne? Ihr wisst. Okay, Freunde. Und ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass wir loslegen mit den Gruppen. Da muss ich noch kurz, das habe ich so schlecht vorbereitet, wie ich bin, nicht gemacht. Mal hier kurz einen Tisch zurechtstellen, so perfekt, damit ich die halt eben hier auch schon studieren kann, um die am Ende nochmal vorzulesen. Okay, Gruppe A, wir sind bei Top 1, ich gucke nicht hin und wir haben, die alte Dame
Juventus Turin. So, ja, ich kann es sogar auf diesem kleinen Kamerabildschirm gleich lesen. Also ihr auf einem größeren Bildschirm würdet das auf jeden Fall sehen können. Genau, Juventus Turin aka Piemonte Calcio. Die gibt es ja jetzt zum ersten Mal, seitdem ich diese Wettbewerbe hier mache, da ich vor 20 übersprungen habe. Heißt Juventus jetzt Piemonte Calcio. Da werden wir mit leben müssen. Ich werde sie aber, denke ich, in der Konferenz trotzdem dauernd als Juventus Turin bezeichnen und so tun, als wenn alles normal wäre. Ja, okay. Wer gesellt sich in die Gruppe A zu Juventus Turin, ist jetzt die Frage. Wir gehen nämlich zu Top 2. Und in Top 2 haben wir etwas, was nicht geht. Es wäre Inter Mailand gewesen, aber, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, Teams aus demselben Land können natürlich nicht in der Gruppenphase aufeinandertreffen. Das heißt, wir machen weiter. Und jetzt haben wir schon wieder Inter Mailand. Alter, das darf ja nicht sein. Okay, come on. Jetzt mal bitte nicht Inter Mailand. Lazio Rom. Wer will mich hier verarschen, dass es schon direkt so losgeht, ey? Mann. So. Da hat Mbappé gerade eine gute Chance gehabt. Oh, Man United führt bei Paris. Krass. Das sieht besser aus. Der FC Chelsea. Die Blues gesellen sich zu Juve. Die waren, glaube ich, schon mal in der Gruppenphase in meiner Champions League oder haben sich in der K.O.-Runde getroffen. Sowas, glaube ich, auf jeden Fall hat da Juve die Oberhand am Ende behalten. Okay, wer kommt aus Top 3 in die Gruppe A zu diesen beiden Teams? Aha, die Elf vom Niederrhein. Borussia Mönchengladbach hat damit eine sehr starke Gruppe gezogen, aber klar, wer in Top 1 und 2 sind halt nur starke Teams, von daher war das ja so ein bisschen klar. Und wer gesellt sich aus dem vierten und tendenziell schwächsten Topf dazu, ist jetzt die große Frage. Der FC Red Bull Salzburg ist es. Die Österreicher, damit haben wir hier unsere erste Gruppe und eine durchaus sehr starke Gruppe, würde ich tatsächlich auch meinen. Gruppe B. Wer kommt aus dem stärkeren Topf in die Gruppe B, aus dem allerstärksten Topf? Das ist, als Gruppenanführer sozusagen, Atletico Madrid, das neue Team von Luis Suarez, konnten in meiner Champions League 2018 ins Finale kommen und haben da mit 4:1 gegen den FC Bayern München im Wembley Stadium verloren. Wir gehen zum zweiten Topf, also ja, Top 2 mit den zweitstärksten Teams und da würde sich dazu gesellen die Gunners vom FC Arsenal. Ja, die haben sich halt echt nicht für die Champions League qualifiziert, aber da es eben drei Teams aus der echten Champions League, wie zum Beispiel Krasnodar, gar nicht gab in FIFA, muss ich halt die drei stärksten Teams der Europa League nachnominieren. Ja, so viel gerissen haben die in meinen Wettbewerben bisher auch nicht. Ich glaube, das Beste war das Halbfinale in der Europa League 2019 bei mir. Also im letzten Wettbewerb. Oh, Messi hat gerade ein Tor gemacht. Oh, ne, Quatsch. War es Messi? Ne, Coutinho. Für Barcelona, in echt. Okay, Top 3. Wer kommt dazu? Es passt, denn es sind die Franzosen. Olympique Marseille waren auch schon mal in einem Halbfinale der Europa League. Ich glaube 2018, ich bin mir gerade nicht sicher. So langsam sind es so viele Wettbewerbe, so viele Jahre, dass ich da jetzt langsam durcheinander komme. So, Top 4, um die Gruppe B abzuschließen. Wer wird es sein? Es ist das schwächste Team, zumindest an den Werten, die Dänen, der FC Midtjylland. Ja, die haben natürlich es ziemlich schwer, würde ich mal meinen. Ja, Gruppe C, wir machen weiter. Ganz rasant. Da haben wir PSG, Paris Saint-Germain, die tatsächlich in meiner Champions League, die ich aufgenommen habe, nie wirklich was reißen konnten. Also nie wirklich richtig weit gekommen sind. Ich glaube nicht mal mehr ins Halbfinale, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt in anderen Auslosungen. Ich habe nämlich bei FIFA 12 das Ganze mal gemacht, ohne es aufzunehmen, weil damals war ich halt auch noch so, ja, klein und so. Ist einfach so gemacht und da hat PSG tatsächlich gewonnen am Ende. Aber das zählt ja nicht für den Kanon hier von denen, die ich aufgenommen habe. Da habe ich auch generell mal überlegt, ob ich so beim Zweitkanal, wenn mal keine Champions League auf meinem Hauptkanal läuft, halt so quasi das nachhole und so kleine Turniere in FIFA 06 oder 05, weil den ganzen FIFAs so durchrattere, nur mit so den besten 8 Teams aus diesem Jahr generell. Mal gucken, ob ich das einfach mal umsetze. Auf jeden Fall gucken wir aus Top 2, wer sich zu PSG gesellt. Und es ist Borussia Dortmund. Die beiden haben sich tatsächlich schon des Öfteren, glaube ich, bei mir getroffen. Auf jeden Fall 2017 in der Champions League hat der BVB am Ende gewonnen und da unter anderem PSG im Achtel- oder Viertelfinale besiegt. Und ich glaube 2019 oder 18 irgendwo sind sie schon mal wieder aufeinander getroffen, aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Wir gehen
zum Top 3. Und von da aus dazu gesellen tut sich ein Team aus Portugal, der FC Porto. Ja, so viel haben die bei mir bisher auch noch nicht gerissen. Zumindest erinnere ich mich an nichts in meinen Wettbewerben. Und aus dem schwächsten Topf kommt in die Gruppe C Schachtja Donetsk. Da dürfte Borussia Dortmund innerhalb meines FIFA-Simulationsuniversums schlechte Erinnerungen dran haben. Denn 2018 ist Dortmund in der Gruppenphase, glaube ich, sogar als Gruppenletzter ausgeschieden. Und das als Titelverteidiger. Und unter anderem haben sie, glaube ich, 0-5 von Donetsk kassiert oder so. Auf jeden Fall können sich die Dortmunder da rechnen. In echt hat gerade Startrennen einen Elfmeter, also in der echten Champions League, die da läuft. Wo das Stadion viel zu voll ist für Corona-Verhältnisse, meiner Meinung nach. Aber egal, wir lassen uns davon nicht stören. Wir gehen zu Gruppe D. Und in der Gruppe D haben wir aus dem ersten Topf Manchester City. Und Startrennen führt. Und aus Topf 2 gesellt sich zu den Sky Blues oder zu den Citizens der SSC Neapel, also andere, die quasi in denselben Trikotfarben spielen wie Manchester City. So, wir gehen zu, jetzt fehlt tatsächlich, ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt noch Lazio, aber das geht ja nicht wegen Neapel. Ja, Topf 3. Ajax Amsterdam. Tatsächlich der Gewinner der FIFA Europa League 2018 mit einem 4:0 gegen Lech Posen im Hamburger Volksparkstadion. Und aus dem letzten Topf dazu kommt... Ja. Dynamo Kiew aus der Ukraine. Sind, glaube ich, letztes Mal sang- und klanglos in der Gruppenphase ausgeschieden oder in der Euroleague und dann haben sich da auch nicht lang gehalten. Irgendwas von den beiden Optionen war es auf jeden Fall. Und ja, wir gucken jetzt in die Gruppe E. Wir haben nämlich schon Halbzeit hier, was die Champions League angeht. Gruppe E wird angeführt vom FC Bayern München, den Gewinner der FIFA Champions League 2018. Die wollen natürlich hier auch wieder ganz oben aufs Podest, wie es ihre Real-Life-Kumpanen in echt der letzten Saison geschafft haben. Und ja, der gesellt sich zum FC Bayern in der Gruppenphase. Es sind die Römer von Lazio Rom, wo auch mal Miro Klose gekickt hat. Ich weiß gerade nicht, wann war das? 2012, 13 irgendwie so, wo er seine Karriere hat ausklingen lassen. Ja, die sind jetzt nicht ultra gut in die Saison, glaube ich, gerade gestartet in Italien, aber das ist ja hier egal. Und wer kommt aus Topf 3 dazu? Das funktioniert nicht. Es wäre Atalanta Bergamo gewesen, aber das wäre dann nicht möglich wegen Lazio, weil beides Italiener sind. Und ich habe schon wieder Atalanta. Wieso ziehe ich die immer zweimal hintereinander? Wahrscheinlich, weil die gerade dann oben liegen oder so. Das ist nicht Atalanta, das ist Istanbul Başakşehir, der gerade zum ersten Mal türkischer Meister geworden sind und die tatsächlich gerade auch, da wurde gerade in meiner Konferenz hier dazu geschaltet gerade, sie liegen gerade bei Leipzig hinten, da weiß man auch überhaupt nicht, wie man nicht sein soll, denn Başakşehir wird auch eher von Erdogan unterstützt oder so, klingt auch nicht so geil, also kein Verein, den ich so unbedingt mag. Da muss ich auch ein bisschen mehr mit den Hintergründen auseinandersetzen, glaube ich. Wer kommt aus Topf 4 dazu? Mir runtergefallen, das los. Es sind die Belgier vom FC Brügge, die sich hier da zugesellen. Ja, weiter geht's mit der Gruppe F. Drei Gruppen haben wir noch und die wird angeführt von den Katalanen. Der FC Barcelona könnte die letzte Saison in FIFA mit Lionel Messi sein. Wer weiß, ob er wirklich, wirklich wechseln wird oder ob es da nicht noch irgendwie eine Einigung gibt. Das werden wir ja nächste Saison erfahren oder vielleicht schon früher. Ja, okay. Wer kommt aus Topf 2 dazu? Wer ist das nächste Top-Team in dieser Gruppe? Inter Mailand. Ja, die beiden Teams haben ja auch durchaus Historie. Sowohl in echt gab es da einige spannende Spiele, so wie auch eben in der Champions League. Da gab es, glaube ich, auch schon eine K.O.-Runde, wo sich am Ende, glaube ich, sogar Inter durchsetzen konnte bei mir. Ich glaube, das war sogar 2019. Auf jeden Fall, ja, kann Barca sich dann rächen. Und wir gehen zu Topf 3. Topf 3, Topf 3, Topf 3. Da haben wir... Atalanta kann wieder nicht gezogen werden. Tja, dann müssen wir wohl die nächsten ziehen. Und das passt auch nicht, weil Barcelona, das wäre Sevilla gewesen. Oh Gott, haben wir da überhaupt noch ein passendes Team? Das wäre ja ganz kacke. Das heißt, ich muss jetzt das letzte passende Team hier raus
Kram und das funktioniert, weil wir haben noch ein Team aus Deutschland, nämlich die Roten Bullen. RB Leipzig gesellt sich dazu in einer absoluten Hammergruppe, aber Hammergruppen können sie. Das haben sie schon mal bewiesen, sie waren nämlich 2018, meine ich, 18 oder 19, ich glaube, es könnte 18 gewesen sein, in der Gruppe mit Real und Inter und sie sind am Ende, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Gruppensieger geworden. Das heißt, mit Inter kennen sie sich durchaus aus, sowie mit spanischen Top-Teams. Und wir gucken jetzt, wer sich aus dem letzten Topf dazu gesellt. Das sind die Franzosen von Stade Rennes. Welche tatsächlich auch das beste Team aus Top 4 waren. Also wirklich eine absolute Top-Gruppe, so gut das geht eigentlich fast. Ja, wir haben jetzt nur noch zwei Lose übrig. Das ist jetzt nicht mehr so viel, was ich hier ziehen habe. Wir gucken mal, wer in die Gruppe G kommt. Das ist Real Madrid, die Königlichen, die 2017 bei mir ins Finale gekommen sind, aber dort war dann eben gegen Borussia Dortmund Schluss. Top 2 kommen ein paar Spurs dazu, nämlich Tottenham. Da gibt es also ein Wiedersehen mit José Mourinho oder José Mourinho, wie man ihn auch immer ausspricht, den Vornamen. Habe ich schon beides gehört von Kommentatoren. Der wird sich ja besonders freuen, im Santiago Bernabéu dann zu gewinnen. Sollte Tottenham es tun. Ja, der Titelverteidiger tatsächlich auch, sollte man hier mal hinzufügen. Ich vergesse nämlich immer, dass sie gewonnen haben, obwohl das der letzte Wettbewerb war. Ja genau, dazu kommt dann, jetzt dürfen sie Atalanta Bergamo, die Italiener. Und aus dem letzten Topf dazu kommen, den haben wir hier, ein paar Griechen, nämlich Olympiakos Piräus. Die, kleiner Funfact, 2012 in der Champions League, die ich ohne Aufnahme gemacht habe, bei FIFA 12, im Finale waren gegen PSG. Aber seitdem ich aufnehme, nichts mehr gerissen haben. Und ja, damit kommen wir zum letzten Topf. Die kann ich jetzt so ausschütten, die Gläser. Da haben wir ganz oben den FC Liverpool. Oh Gott, ich ahne Böses. Manchester United. Das bedeutet, Leute, in so einem Fall, wo ich quasi die nicht mehr zurücklegen kann, weil sie jetzt gelost werden müssen, muss ich tatsächlich noch einmal Änderungen rückwirkend an die Gruppen halt eben stellen und muss jetzt tatsächlich, also ich ziehe die Gruppe kurz zu Ende, damit ich das jetzt nicht noch verwirrender mache. Aus Top 3 haben wir den FC Sevilla und aus Top 4 Lokomotive Moskau. So, Manchester United passt jetzt eben nicht, weil da schon Liverpool drin ist. Das heißt, ich tausche Manchester United jetzt mit dem letztgezogenen, besser passenden Team aus Top 2. Das heißt, ich gucke jetzt erst in die Gruppe davor, ob das da geht. Das geht nicht, weil da war Tottenham aus Top 2 dabei, was gezogen wurde. Das heißt, ich muss in die nächste Gruppe gehen, wo in die Barcelona, Inter, RB und Stade Rennes Gruppe. Denn dort kann ich tatsächlich Inter Mailand entfernen und Manchester United reintun, ohne dass es da Probleme gibt, und tue damit Inter Mailand halt eben in die Gruppe von Liverpool, Sevilla und Lokomotive Moskau, weil das halt in dem Fall tatsächlich dann funktioniert und aufgeht. Ja, das tut mir leid. Das habe ich vorher nicht gesagt. Das Problem hatten wir letztes Mal tatsächlich auch schon mal, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es schon wieder passiert. In der Gruppenphase dürfen keine Teams aus demselben Land gegeneinander spielen. Das ist in der echten Champions League so, das mache ich genauso. Fürs Achtelfinale habe ich bei mir die Regelung immer aufgehoben. Und ja, es gibt für mich quasi keine andere Möglichkeit, als dann rückwirkend nochmal Gruppen zu verändern. Das tut mir leid, das ist nervig, aber das muss leider so sein. Ja, das sind dann also die Gruppen für die FIFA Champions League 2020-2021. Ich lese nochmal vor. In der Gruppe A haben wir Juventus Turin, den FC Chelsea, Borussia Mönchengladbach und den FC Red Bull Salzburg. In der Gruppe B haben wir Atletico Madrid, den FC Arsenal, Olympique Marseille und den FC Midtjylland. In der Gruppe C Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, den FC Porto und Schachtja Donetsk. In der Gruppe D Manchester City, den SSC Neapel, Ajax Amsterdam und Dynamo Kiew. In der Gruppe E den FC Bayern, Lazio Rom, Istanbul Başakşehir und dem FC Brügge. In der Gruppe F den FC Barcelona, Manchester United, RB Leipzig und Stade Rennes. In der Gruppe G Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo und Olympiakos Piraeus. Und in der Gruppe H den FC Liverpool, Inter Mailand, den FC Sevilla und Lokomotive Moskau. Ja, also für Leipzig mit der Hammergruppe hat sich nichts geändert, da ich die ja schon so als Hammergruppe betitelt hatte. Und ja, das waren jetzt die Gruppen für die Champions League, Leute. Und hier gibt es jetzt einen kurzen Cut. Und dann machen wir für die Leute, die es interessiert, mit der Ziehung der Europa League weiter. Bis gleich.
So, moin Leute, willkommen jetzt auch zum Europa League Teil dieser Auslosung. Und ja, hier läuft das genauso wie in der Champions League. Ich habe die Teams nach ihrer Stärke in FIFA in vier verschiedene Töpfe sortiert, sodass es hier halt eben 12 Teams pro Topf sind, da ja immer 48 Teams an der Gruppenphase der Europa League teilnehmen. Und ja, ich würde sagen, ich lese dann auch einmal zur generellen Übersicht noch einmal alle Töpfe kurz vor. Also in Top 1 haben wir den FC Villarreal, Real Sociedad San Sebastian, Leicester City, den FC Everton, Bayern 04 Leverkusen, Benfica Lissabon, den AS Rom, bzw. Roma FC heißen sie ja jetzt in FIFA, den AC Mailand, den FC Valencia, Eintracht Frankfurt, LOSC Lille und 1899 Hoffenheim. In Top 2 Sporting Lissabon, den PSV Eindhoven, den AC Florenz, Sporting Braga, den FC Granada, den FC Schalke 04, Feyenoord Rotterdam, UGC Nisa, Montpellier HSC, Spartak Moskau, ZSKA Moskau und die Schotten von Celtic Glasgow. In Top 3 haben wir dann Slavia Prag, KA Gent, AZ Alkmaar, PAOK Saloniki, Royal Antwerpen, AEK Athen oder AEK Athen, je nachdem wie man es aussprechen will, Dinamo Zagreb, den FC Basel, Trabzonspor, Standard Lüttich, Sparta Prag und zu guter Letzt die Glasgow Rangers. Und Top 4 wird angeführt vom Hamburger Sportverein. Da habe ich mich sehr geärgert, dass der HSV es nicht gerade so höher geschafft hat, um noch einen schwächeren Gegner mit in die Gruppe zu bekommen. Aber es ist, wie es ist. Und wer sich jetzt wundert, was macht der HSV in der Europa League, guckt euch mein Ankündigungsvideo zu diesem ganzen Bums hier an. Ja, Top 4, der Hamburger Sportverein, Sivasspor, Young Boys aus Bern, der LASK aus Linz, CFR Cluj, Rapid Wien, Legia Warschau, Lech Posen, Molde FK, der FC Twente Enschede, der Wolfsberger AC und ganz unten steht Dundalk. Ich hoffe, man spricht sie so aus, war Dundalk? Ich weiß es nicht. Aus Irland auf jeden Fall. Ja, okay, und ich würde sagen, das sind jetzt die Mannschaften und wir fackeln nicht lange und beginnen. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, ich habe immer... kommen wir dazu, wenn ich das Team ziehe. Wir beginnen mit der Gruppe A. Das stärkste Team aus der Gruppe A ist... ein Team aus England, nämlich Leicester City. Da wird immer sehr viel gelästert in dieser City. Das nicht. Die waren, was meine Wettbewerbe angeht, 2017 in der Champions League dabei, weil ich auch die echten Gruppen genommen hatte. Und ich glaube, sie waren in der Europa League 2019 dabei. Ja, da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher bei mir. Also wenn ich generell sage, sie waren da und da dabei, meine ich natürlich nicht die echten Wettbewerbe, sondern meine Wettbewerbe, die drei, die ich schon gemacht habe. Das ist jetzt der vierte. 17, 18, 19 und jetzt halt eben 2021. Ja, dann kommen wir zum zweiten Topf, wer da so dazukommt, zu Leicester. Es sind Italiener, nämlich der AC Florenz, die Fiorentina. Gesellt dazu das Team von Franck Ribéry. Und wir gehen schnell mal rüber zu Topf 3. Und da haben wir Griechen, nämlich AEK Athen. Top 4. Und das letzte Mitglied in der Gruppe A in der Europa League dieses Jahr wird dann sein Molde FK. War das Norwegen oder Schweden? Ich glaube, es war Schweden. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher tatsächlich. Ich verwechsel die immer. Die skandinavischen Länder. Zumindest die Teams von den skandinavischen Ländern. Und da kommt Lazio Rom gerade erneut. Machen sie das 4:1? Machen sie das 4:1? Sie machen es nicht. Es bleibt beim 3:1. Also jetzt gerade in Real Life. So, Gruppe B. Gruppe B. Wird angeführt von Real Sociedad San Sebastian, dem zweitstärksten Team in dieser Europa League, zumindest nach ihren FIFA-Werten. Dazu gesellt sich aus Topf B oder Topf 2 ein portugiesisches Team, Sporting Braga. Wir gehen über zu Topf 3 und da haben wir Trabzonspor aus der Türkei. Die mussten durch die Qualifikation und ja, haben die gemeistert. Sonst wären sie ja nicht hier. Der letzte Topf enthält dann noch Legia Warschau, die eigentlich gar nicht dabei gewesen wären. Da habe ich bemerkt, dass ich auch den Standard Lüttich in der Qualifikation hatte, obwohl die schon so qualifiziert waren. Das habe ich irgendwie übersehen. Und so hat es dann Liga Warschau noch geschafft, nachzurücken tatsächlich. Dann gehen wir zu Gruppe C. Und in der Gruppe C haben wir den FC Everton, die auch durch die Qualifikation mussten,
und sich da unter anderem gegen die Wolverhampton Wanderers und Sheffield United durchgesetzt haben, um hier in der Europa League dabei zu sein. Und die treffen unter anderem in der Gruppenphase aus Top 2 auf den FC Granada aus Spanien. Voll krass, dass sie sich qualifiziert haben für die Europa League. So. Also die mussten nicht durch meine Qualifikation, die waren so schon dabei. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich kannte das Team natürlich, aber ich dachte immer, es wäre so ein Abstiegskandidat in Spanien. So. Irgendwie. Naja, Top 3, wer kommt zu Granada dazu? Es sind Belgier, nämlich Royal Antwerpen. Dann kommen wir noch zu Top 4. Das wäre so eine Gruppe, wo ich den HSV ganz cool finden würde. Aber er ist es nicht. Es sind nämlich Niederländer, der FC Twente Enschede, das auf dem Papier zweitschwächste Team generell in diesem Wettbewerb. Ja, dann gehen wir zu Gruppe D natürlich. Wir gehen wieder zu Top 1. Und da haben wir die Roma, den AS Rom, der fortan Roma FC in FIFA heißt, aber natürlich wie Juventus Turin von mir nach wie vor AS Rom genannt werden wird in den Videos. Aus Top 2 dazu kommt zur Roma Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden. Wir gehen zu Top 3 und da haben wir PAOK Saloniki aus Griechenland, die sich hier dazu gesellen. Und weiter geht's zu Top 4. Welches Team wird hier dazukommen? Es ist der Wolfsberger AC aus Österreich. Ja, wird auf jeden Fall sehr schwer für die Wolfsberger hier zu überleben in der Gruppe mit so einem starken Team wie der Roma. Auf jeden Fall natürlich auch Feyenoord Rotterdam. So auf Papier sind natürlich alle besser, sonst wären sie ja nicht im schlechtesten Topf drin. So, genau. Gruppe E wären wir dann schon angelangt und die beginnt mit Portugiesen, nämlich mit Benfica Lissabon, die auch schon so qualifiziert waren, aber eigentlich nie so ultra weit gekommen sind, immer so bis ins Achtelfinale oder so ähnlich bei mir. So, weiter geht's in der Gruppe mit Top 2. Da haben wir Franzosen, nämlich Montpellier, die sich in der Qualifikation gegen Monaco und Olympique Lyon durchsetzen konnten. Also, die sind nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Top 3, wer kommt aus Top 3 dazu? Es ist. Sparta Prag, die Tschechen sind letztes Jahr eher so Kanonenfutter gewesen. Also nicht Kanonenfutter, aber auf jeden Fall nicht weit gekommen, um es so besser auszudrücken. Dann der letzte Topf enthält dann das auf Papier schwächste Team, nämlich die Iren von Dundalk oder Dundalk, wie auch immer. Muss ich mir noch, bevor ich das dir in Videos ausspreche, unbedingt noch einmal angucken. Ja, A, B, C, D, E, wir gehen zu Gruppe F. Gruppe F, danach haben wir schon Halbzeit, was das hier angeht, beginnt mit Bayer 04 Leverkusen. Auch immer so ein Kandidat fürs Viertelfinale gewesen, eigentlich. Zumindest was die Europa League angeht. Ich glaube, die waren letztes Mal im Viertelfinale, irgendwie so etwas, oder sogar nur Achtelfinale. Auf jeden Fall haben sie die erste K.O.-Runde überstanden, da bin ich mir recht sicher. Die treffen unter anderem auf, na, Schalke 04 geht nicht, das wäre ein deutsches Team gewesen. Und wen haben wir jetzt? Schon wieder Schalke 04. Was ist denn das immer, dass ich die zweimal ziehe? So. Nope, die treffen, das ist jetzt kein deutsches Team, auf Sporting Lissabon, die auch durch die Quali mussten und sich gegen Rio Ave sowie die Shamrock Rovers durchsetzen konnten in der Qualifikation. Das heißt, wir gehen zu Top 3. Da haben wir standardmäßig die Belgier. Das passt, die können da in dieser Gruppe teilnehmen. Und wir machen weiter. Ich wollte direkt aus selben nochmal aus dem Top 3 ziehen, Alter. Was wäre das denn? Ne, Top 4 natürlich. Top 4. Wir haben Schweizer, das passt. Die Young Boys aus Bern. Die jungen Jungs. So, das heißt, wir machen weiter mit Gruppe A, B, C, D, E, F, G. Und die beginnt mit einem weiteren deutschen Team, nämlich der Eintracht vom Main. Eintracht Frankfurt, die auch sich qualifiziert haben. Und zwar zusammen mit Schalke 04 halt eben die zwei Bundesligisten von allen anderen, die mitgemacht haben, die noch nicht für Europa qualifiziert waren, die sich da durchsetzen konnten. Ja, wer kommt aus Top 2 dazu zur Eintracht? Das wird ein schönes Stimmungsduell. Ein sehr lautstarkes Team, nämlich Celtic Glasgow
die ja eben für ihre guten Auswärtsfans auf jeden Fall bekannt sind, kann ich aus nächster Nähe bestätigen. Ich war nämlich zur Klassenfahrt in Brüssel, als die auch da waren und gegen Anderlecht gespielt haben und haben dann das Spiel im Pub geguckt und da war alles voller Schotten. So, die waren nicht mal im Stadion, die sind einfach dahin gekommen, das Spiel da in der Bar zu gucken und die haben da alles abgerissen. Das war ganz, ganz grandios, was die da abgeliefert haben an Stimmung. Und ja, aber was Glasgow angeht, bin ich für die Rangers. Ja, dann kommt dazu Dynamo Zagreb aus Kroatien. Letztes Mal war allerdings bei denen auch in der Gruppenphase Schluss, also da kann man keine Wunderdinge erwarten. Und dann kommt aus der letzten Gruppe noch Lech Posen aus Polen dazu, ein Team, was man in diesem Wettbewerb hier nicht unterschätzen darf, weil ich habe 2019 tatsächlich vergessen mit reinzunehmen, was sie eigentlich hätten gemusst, weil sie waren 2018 im Finale und haben da aber dann gegen Ajax 4-0 verloren. Aber trotzdem, ein Team, was durchaus für Überraschungen in diesem Wettbewerb hier durch ist und wir gehen zur Gruppe H. Und die wird angeführt vom AC Mailand. Ja, ich finde, der AC Mailand ist in FIFA ein bisschen zu schlecht bewertet, denn so Ende der letzten Saison und jetzt auch der Anfang dieser Saison, die sind gerade sehr gut dabei, wieder so auf dem besten Wege, so langsam wirklich zu alter Stärke zurückzufinden. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall das Beste, ist halt so, ja, Lieblingsteam ist zu hoch gestapelt, mir ist es egal, ob sie gewinnen oder verlieren, aber wenn ich ein Team aus Italien sagen müsste, was er am meisten macht, dann sind es die Mailänder, also der AC Mailand. Und kurz danach wurde übrigens auch schon Inter kommen, tatsächlich. Ja, also ich mag da die Mailänder Clubs eigentlich ganz gerne in Italien. Und ja, dann zum AC Mailand gesellt sich Spartak Moskau aus Russland, die auch durch die Quali mussten und sich da unter anderem gegen Viktoria Pilsen durchsetzen konnten. Und welches Team war es noch? Ist jetzt egal. HFK Helsinki, genau. Und da kommt dazu aus Top 3 Slavia Prag. Geht? Ja, doch, das geht. Ja, weil ich gerade Viktoria Pilsen gesagt habe, war ich gerade so verwirrt, weil das sind ja meistliche Teams, aber Pilsen hat sich ja nicht qualifiziert. Also Slavia Prag aus Tschechien kommt dazu, das heißt Spartak Moskau muss ein weiteres Mal nach Tschechien reisen und aus dem letzten Topf kommt der Hamburger Sportverein. Da gibt es auch ein Wiedersehen. Die haben ja, der HSV ist ja schon 2018 in meiner Europa League in der Runde letzten 32 auf den AC Mailand getroffen. Das Hinspiel in Mailand haben sie nur knapp verloren, aber dann in Hamburg wurde es ein bisschen deutlicher, hatten am Ende keine Chance. Ja, ich hoffe mal, hier läuft es besser. Und das wollte ich eben vorhin sagen, hatte Angst, dass ich noch was sagen wollte. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass der HSV random irgendwie voll gut dabei ist, weil ich dann das Gefühl habe, dass mir dann voll viele Leute unterstellen würden, dass ich das extra machen würde. Deswegen, Leute, ich schwöre, ich simuliere den HSV jetzt hier nicht zum Sieg. Wenn die rausfliegen, fliegen sie raus. Ich behandle den HSV hier wie jedes andere Team. Ja, das wollte ich gesagt haben dazu und wir machen jetzt weiter mit den letzten vier Gruppen. Ich habe nur noch 8 Minuten Aufnahmezeit, das muss ich jetzt schnell machen. Und die werden angeführt von 1899 Hoffenheim. Also haben wir jetzt in vier Gruppen hintereinander hier deutsche Teams tatsächlich gezogen, nachdem davor nichts dergleichen vorgefallen ist. Ja, 1899 Hoffenheim, das schwächste Team aus Top 1 tatsächlich. Und die treffen auf den ZSKA Moskau, das zweitschwächste Team aus Top 2. Also, das könnte tatsächlich für die unteren Teams eine gar nicht mal so unmachbare Gruppe sein, so klingt es hier zumindest. Aus Top 3 kommen dazu die Glasgow Rangers, das schwächste Team aus Top 3. Was passiert denn hier, Alter? Junge, Junge, Junge. Wer kommt denn jetzt aus Top 4 noch dazu? Das beste Team aus Top 4 mit dem HSV ist ja jetzt schon weg. Es ist das zweitbeste Team aus Top 4, Sivasspor. Also ich würde sagen, das hier ist die Gruppe, die insgesamt am offensten, so, jetzt habe ich gesagt, Alter, das kann nicht so schwer sein, ist, da kann wirklich alles passieren, scheinbar. Also aus den ersten drei Töpfen, so die drei schwächsten Teams so fast, außer bei Top 2, da ist das zweitschwächste Team und bei Top 4 das zweitbeste Team. Also, da ist mit am meisten drin, würde ich sagen, so rein von der Qualität auf dem Papier. Wir gehen über zur Gruppe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gruppe J. Da haben wir ganz oben den FC Villarreal aus Spanien, das auf dem Papier beste Team in FIFA. Und die treffen unter anderem auf den PSV Eindhoven aus den Niederlanden. Top 3. Wer kommt aus Top 3 dazu? Es ist aus Belgien der KAA Gent. Und aus Top 4 gesellt sich dann noch, der CFR Cluj aus Rumänien dazu.
Ja, das ist Gruppe ABCHIJ, Gruppe J gewesen. J, jetzt kommt Gruppe K und dann noch Gruppe L. Das merke ich mir jetzt, damit ich nochmal das Alphabet durchgehen muss. Ja, Gruppe K wird angeführt vom FC Valencia, die auch durch die Quali mussten, sich da aber sehr souverän gegen Bilbao und Osasuna war das, glaube ich, durchgesetzt haben. So, auf wen treffen sie? Ich habe gerade aus den reingeguckt, aber es sind ja auch nur noch zwei. Es ist der FC Schalke 04, die eben auch sich durch die Qualifikation durchgesetzt haben, obwohl sie zum Teil 0-5 zu Hause gegen Frankfurt verloren haben. Also Schalke ist, denke ich, da sind Überraschungen nach oben und nach unten sehr gut möglich bei den Königsblauen. Aus Top 3 dazu kommt dann der AZ Alkmaar aus den Niederlanden. Und aus Top 4 Rapid Wien aus Österreich. Ich denke mal, da ist Valencia, kann man vielleicht ein bisschen gesondert sehen, aber zwischen den letztgezogenen drei, ich denke mal, da ist dann noch am meisten möglich. So, und das heißt, wir kommen jetzt zur letzten Gruppe, HIJK, zur Gruppe L. Die wird angeführt von den Franzosen aus Lille. Die treffen auf. Das ist jetzt ein Scherz, Alter. Ich hab Nisa gezogen. Wieder Franzosen. Warum, Alter? Warum passiert denn das dauernd? Okay, das heißt, ich muss Nisa tatsächlich mit dem nächst zuletzt gezogenen Los aus Top 2 tauschen. Und das ist der FC Schalke 04, der damit also aus der anderen Gruppe weggezogen wird. Also das heißt, die ehemalige Schalke-Gruppe wird jetzt eben durch Nisa vervollständigt und Schalke geht halt eben jetzt in die Gruppe von Lille, weil das eben so nur möglich ist. Und wir gucken, wer aus Top 3 noch dazu kommt. Der FC Basel aus der Schweiz. Und aus Top 4 haben wir dann den LASK aus Österreich. Ja. Und damit wäre die Europa League jetzt auch komplett. Ich lese noch einmal alle Gruppen vor. Wir haben in Gruppe A Leicester City gegen den RC Florenz, gegen AEK Athen und Molde FK. In der Gruppe B Real Sociedad, San Sebastian, Sporting Braga, Trabzonspor und Legia Warschau. In der Gruppe C den FC Everton, FC Granada, Royal Antwerpen und FC Twente Enschede. In der Gruppe D den AS Rom, Feyenoord Rotterdam, PAOK Saloniki und den Wolfsberger AC. In der Gruppe E Benfica Lissabon, Montpellier, Sparta Prag und Dundalk. In der Gruppe F Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon, Standard Lüttich und die Young Boys aus Bern. In der Gruppe G Eintracht Frankfurt, Celtic Glasgow, Dynamo Zagreb und Lech Posen. In der Gruppe H den AC Mailand, Spartak Moskau, Slavia Prag und den Hamburger Sportverein. In der Gruppe I 1899 Hoffenheim, den ZSK Moskau, die Glasgow Rangers und Sivasspor. H, B, C, D, F, G, H, J, H, I, J. So, in der Gruppe J FC Villarreal, PSV Eindhoven, KA Agent und CFR Cluj. Und in der Gruppe K FC Valencia, UGC Nisa, AZ Alkmaar und Rapid Wien. Und in der Gruppe L, der letzten Gruppe, den OSC Lille, Schalke 04, den FC Basel und den LASK aus Linz. Und ja, Freunde, das war's mit meiner Auslosung. Die war jetzt sehr lang. Ich glaube, so fast 40 Minuten oder so. Bin mir gerade nicht sicher. Aber egal, seht ihr. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auf die Spiele, die dann entweder am 27. oder den Dienstag danach halt eben beginnen. Dann werden Dienstag und Mittwoch jeweils eine Champions-League-Konferenz kommen und Donnerstag die Highlights aus der Euroleague. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei den Konferenzen wahrscheinlich. Und bis dahin sage ich ciao, Leute, und habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder einen Abend, wann auch immer ihr das seht.